So, willkommen Leute zu einem neuen Part von Solar Robo. Es ist ja so lange her, dass ich aufgenommen habe. Aber irgendwie kommt es mir so vor, dass sich die Qualität dieses Spiels so ein bisschen verändert hat, wenn ich mir das genau jetzt angucke. Oder es kommt mir nur so vor. Oder es liegt an meinem scheiß PC. Ich glaube, ich muss mir bald mal einen neuen PC holen. Ja, flieg eine Runde, Darak. Darak. Ey, du Jäger, wenn du hinein willst, musst du einen Roboter hier lassen. Oh. Wie du denn? Befehl von ganz oben, wir sind ja höchste Alarmbereitschaft. Ja, ach ja, aber deine Fehler sind doch nicht mehr. Mach keine Szene, ist. Ja, das hatten wir schon im letzten Part. Ja, der Part war ja sehr lange her. Los, danke. Flo, was hast du zu sagen? Wie sind die Quests, die du derzeit annehmen kannst? Oh, das ist mit Fliegen oder was? Ist das mit Fliegen? Ja. Questort. Soll ich das nehmen? Ach komm! Lieber Red, Suzette und ich haben mal bei den Reflege geboten. Müssen wir mitten wir. Ach komm! Leck mich dann, dann gehe ich aber weiter. Okay. Nanu, ist das nicht dieser Kovas-Typ? Wie hieß er noch? Kalua oder so? Mann ey, wo steckt denn Lady Opera? Lady Opera ist im Haus des Bürgermeisters am Ende dieser Straße. Alles klar, danke. Was die Kobas wohl beim Haus des Bürgermeisters machen? Gehen wir doch hin und finden es heraus. Ey, das haben sie echt gut animiert. Guckt euch das mal an. Ey, dieses Spiel muss einfach mal einer gespielt haben. Und das bin ich. Shetland ist eine Mineninsel. Hier können viele verschiedene Mineralien abgebaut werden. Wir Grubenarbeiter mögen es, uns nach der Arbeit hier zu entspannen. Und du? Wenn du bis zum Ende dieser Straße gehst, stehst du direkt vor dem Haus des Bürgermeisters. Ich habe so lange nicht mehr aufgenommen. Oh, ich habe es so lange vermisst. Kann er nicht irgendwie schneller laufen oder war er immer so langsam? Das sind ganz schön viele Kovas da vorne. Bist du bereit? Sonst lass uns lieber umkehren. Ich bin auch jetzt oder nie, Leute! Jetzt kann ich... Oh! Du! Ich wusste, dass du kommen würdest, Jäger. Hast du etwa nichts aus unserer Begegnung auf den Davrin-Inseln gelernt? Mann ey, dieses Mal kriegst du den Kristallstein aber nicht. Dann befindet sich also wirklich einer der Kristallsteine hier. Hey, hab ich etwa schon wieder was gefragt? Oh Menno, ulala. Ach, der Typ immer seiner Sprache. Schluss jetzt, schnappt sie euch. Ach, komm her, du Girl. Du Dreckiger, was hast du hier getan? Boah. In your face, bitch. Ihr lasst uns Widerstand? Männer, umstellt's. Lasst mich los. Red. Er ist ja komplett ausgetickt, als man L angefasst hat. Liebe? Kann das sein? Da draußen ist ganz schön was los. Doch nun zu uns, haben wir uns verstanden? Der Kristallstein ist in der Westmine, suchen Sie ihn doch dort. Das haben wir versucht, aber wir können ihn nicht finden. Raus mit der Sprache, wo ist er? Geben Sie meinen Sohn zurück. Ihn zurückgeben? Hör mal zu, Hase, er ist zu uns gekommen, weil er wollte. Niemand hat ihn gezwungen. Er hat sich von ihren Lügen und Fantasien blenden lassen. Warum tun Sie ihm das an? Nun, wenn Sie mir den Stein geben, überrede ich ihn vielleicht, ihn zurückzuschicken. Sie sollten sich beeilen, sonst wird er in 3 Tagen auf einer sehr gefährlichen Mission fahren. Wollen Sie mir etwa drohen? Ach, Sie sind einfach so süß. Ich freue mich darauf, schon bald von Ihnen zu hören. Kleines Date und so, Ach, das da. Gefängnisdiele, Mine, Shetland. Du dreckiges Pack, lass uns hier raus. Und zwar sofort. Glaubt ihr wirklich, dass ihr damit zurück durchkommt? Fahr, der Bürgermeister persönlich hat uns erlaubt, die Westmine zu benutzen. Der Bürgermeister? Ich gebe euch beiden Hübschen mal etwas Zeit, diese Info zu verdauen. Dreckiger Bastard. Die Kovas waren nicht gerade zimperlich. Sie haben mich grün und blau geschlagen. Sieht gar nicht so aus. Ja? Tut es sehr weh? Oh. Wie, Liebeserklärung, mach dir keine Sorgen, mir geht's gut. Wie dem auch sei, wir müssen hier raus.
Tu nicht so. Ja, du hast recht. Sehen wir uns doch mal um. Vielleicht finden wir etwas, das wir nutzen können. Ah, tut nicht so. Ihr werdet was finden. Hallo? Hallo? Red? El? Wenn ihr mich hören könnt, dann sagt doch was oder was. Schokolade ist ganz alleine. Ich habe schon eine ganze Weile nichts mehr von ihnen gehört. Hoffentlich ist nichts passiert. Und... das müsste mal eine Lagerraum gewesen. Alles nur Schrott. Und Tür? Mächtig gefällt mir unglaublich. Dieses rostige Tür bewegt sich keinen Millimeter. Gibt es hier drin nicht irgendwas, was wir benutzen können? Hier ist es auf der Tisch. Ich weiß das. Gibt es denn überhaupt nichts? Das könnte nützlich sein. Jetzt auf einmal ist ein Stück Draht da. Wenn man den Draht so benutzt, dann... tada, Freiheit. So, jetzt bin ich draußen. Dadurch kann ich später, das weiß ich. Ich kann nicht hochspringen, okay. Gara lässt Sand fallen. Hey. Okay, wo ist mein Roboter? Wartet mal kurz. Okay, es geht weiter. Ich muss nur kurz sehen, ob das jetzt alles okay ist. Schön, dass du es erkannt hast, dass es eine Plattform ist. Meinst du, wir können irgendwie den Aufzug nutzen? Du hast Hände und Füße, also kannst du es. Würde ich mal sagen. Ja, geht's schneller. Da ist mein Roboter. Hast du hier nicht. Aber das ist ein Bohrer, den ich benutzen werde. Diese Fettbrocken blockieren unseren einzigen Weg nach draußen. Da drüben ist ein Bohrer. Wie wär's damit? Ja, aber dafür brauchen wir erst den Roboter. Um einen Bohrer aufzunehmen, drücke den Akku, während du... Ich bin nicht irgendwie beschränkt im Kopf. Ich kann mir schon irgendwie vorstellen, dass man das so machen muss. Hör auf. So oder so, ohne Roboter kann ich diesen Bohrer nicht mal ansatzweise heben. Geh pumpen, Digga. Also müssen wir deinen Roboter finden, sonst kommen wir nicht weiter. Und ganz zufällig ist er hier. So ein paar Meter vom Bohrer entfernt. Sie haben den Dahak auf den Müll geworfen. Hoffentlich ist er nicht kaputt. Und ich hab meinen Roboter wieder. Aber erstmal gehen wir ein paar geheime Räume öffnen. Okay, nicht so geheim. Öffnen. Und ein paar Kisten zerstören, um Geld sammeln. Ah, da ist was. Die Kiste habe ich gar nicht gesehen. Okay, hier ist dann nichts. Ja, okay, komm. Du Dummkopf. Okay, eigentlich war es meine Schuld, aber trotzdem. Man kann in diesem Spiel jedem die Schuld geben. Nehmen das Ding. Hallo, spack mich rum. Ich weiß gar nicht, dass seine Pistole so mächtig ist. Naja, man kann immer was Neues lernen. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Ich will ja 100% diesem Spiel zeigen und ich habe bisher alles 100% gezeigt. Und so. Komm, das kannst du auch schneller. Ich nehme aber den mal mit. Man kann ja nicht wissen, wo man... warte mal. Ich hatte eine komische Vorahnung, dass da irgendwas hier ist. Kann es sein, dass da irgendwas ist? Nein. Aber ein bisschen zu gucken schadet hier nicht. Und Gegner. Oh, den Bohrer kann ich hier lassen. Ja, das ist ein Eisenwaggon. Nennt man den so?
Ach, ich wette, wir können dann in diesen Förderwagen fahren. Wir ziehen den Förderwagen an, drücken am 8 Knopf einzusteigen, drücken nach, während es Fahrt um deine Arme des Roboters zu schwingen, schwinge den Arm und so in der Aktion sind dann jetzt grundsätzlich der B-Knopf. Ja. Haben wir schon irgendwie gedacht. Yay! Oh. Das war knapp. Verdammt! Nur eine verfickte Kiste vergessen. Was bist du für ein Digger? Oh nein, sie haben uns entdeckt. Was? Was halt? Wie seid ihr aus der Zelle rausgekommen? Hey, dich kenne ich doch. Du hast doch auf mich eingeboxt. Na warte, dir zahle ich's heim. Warte. Der Typ ist. So. Es kommt mir lame vor, das Kampfsystem. So. Komm, du Dreckiger. Ich hab so lange nicht mehr gespielt. Fick dich doch einfach und fahr mal zur Hölle. Dreimal. Los, Spukosaurus, habt ihr Kovas schon den Kristallstein gefunden? Als ob ich dir das erzählen würde. Das nächste Mal mache ich dich fertig. Hey, komm zurück. Keine Sorge, sie wären nicht mehr hier, wenn sie ihn gefunden hätten. Sie haben also noch nicht gefunden. Das sind gute Nachrichten. Ja, würde ich auch sagen. Gibt es hier irgendwelche Items oder so? Anscheinend nicht, okay. Öffnen wir mal das hier. Und rein mit uns. Was bist du für ein süßer Kerl? Ach so. Ach, ich weiß auch wieder, was mit dem war. Wenn er hochspringt, muss ich ihn abwerfen. Dreckiger. Ich habe einfach, als ich zum ersten Mal das gespielt habe, dachte ich nur, wie zum Teufel hat mich der Stein getroffen. Das auch, aber also ich habe, als ich zum ersten Mal das gesehen habe, dachte ich nur, wie zum Geier soll ich den besiegen? Und habe ich erst gecheckt, oh, Abfang, was wäre damit? Aber ich kam ja nicht auf die Idee. Ich weiß, es kommt bald ein Teil in diesem Spiel, das ist einfach heftig, was man da machen kann, da haben sich die Entwickler echt was dabei gedacht, das ist so innovationsreich, also ihr müsst euch das gleich, ne, ich glaube es kommt auch bald die Stelle, das ist einfach mal episch, warte, ich habe nichts hier vergessen, oder? Okay, ich habe nichts vergessen, dann gehen wir einfach mal weiter. Und Gegner? Kann ich irgendwas durchbohren, was mich vielleicht aufregen würde? Ich nehme das einfach mal ganz spontan mit und werfe es da unten hin. Aber das Spiel lässt das nicht zu. Wieso? Ich weiß es nicht. Fahrzeuge. Und ein bisschen Wagen fahren hier. Okay, 2 Punkte. Ach, okay, wir sind gleich am Ende. Puh, endlich sind wir wieder an der frischen Luft. Oh, frische Luft. Ah, da drüben ist ein Schiff. Ach. Okay, jetzt zocke ich das Spiel mal komplett durch. Ich habe mir auch mal Glück. Wir leihen zu unser Schiff und kehren zum Hafen zurück. Wenn das nur so einfach gehen würde. Wenn es nur so einfach gehen würde. Fleisch?
Wir gehen erstmal zu der... Hier. Leck mich einfach mal hier.